Monopol, die Meinung, die regiert. Denn nur wer uns vertraut, hat das große Ziel kapiert. Wer uns nicht glaubt, hat den Weg verfehlt und sich verirrt. Deutschland, einst der Vorreiter in der Automobilindustrie, ist dabei, seine Schlüsselbranche in den Abgrund zu treiben. Die deutsche Autoindustrie steht vor dem Kollaps. Und wer ist schuld daran? Ganz klar. Unsere Regierung, die durch planloses Herumgeeiere und aktionistische Entscheidungen den Industriestandort Deutschland langsam aber sicher zerstört. Schaut euch an, was hier passiert. Energiepreise auf einem Rekordhoch. Unternehmen kämpfen mit einem Steuersystem, das ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Und unsere Infrastruktur veraltet und marode. Und was macht die Politik? Sie führt uns von einer Fehlentscheidung zur nächsten. Batterie? Nein, doch lieber Wasserstoff. Dann wollen sie plötzlich Elektroautos fördern, aber natürlich nicht konsequent, denn nach 3 Jahren wird auch das wieder abgeblasen. Was wir bräuchten, ist eine langfristige Strategie, die endlich den Realitäten entspricht. Doch was bekommen wir stattdessen? Kurzsichtige Wahlkampfversprechen und bürokratisches Chaos. Unternehmen wie Volkswagen hängen in Strukturen fest, die in der Steinzeit entstanden sind, während die Landesregierung und IG Metall lieber dafür sorgen, dass nichts in Niedersachsen angetastet wird. Wie soll unter solchen Bedingungen der Wandel hin zu den Autos von morgen gelingen? Schauen wir uns mal die Antriebstechnologien der Zukunft an. Sie liegen nicht nur in der Elektrifizierung, sondern in nachhaltigen und günstigen Lösungen, sei es der Elektroantrieb, der Verbrenner oder andere Technologien. Der Schlüssel liegt jedoch darin, massiv in Batterietechnologien zu investieren. Diese Batterien sind nämlich nicht nur entscheidend für das Automobil, sondern für eine Vielzahl von Industrien und Anwendungen. Das ist der Punkt, den die Regierung offenbar völlig übersieht. Und was sehen wir stattdessen? Andere Länder wie China und die USA setzen konsequent auf diese Technologien, während wir von einem politischen Aktionismus zum nächsten getrieben werden. Uns fehlt eine klare Linie, eine Strategie, die nicht auf kurzfristigen PR-Gewinn ausgelegt ist, sondern auf langfristigen Erfolg. Es ist doch ganz einfach. Wir brauchen billigen Strom, eine funktionierende Infrastruktur und ein faires Steuersystem. Und wir brauchen endlich eine Politik, die nicht in Legislaturperioden denkt, sondern in Generationen. Aber genau das scheint bei unseren Regierenden völlig abhanden gekommen zu sein. Die Wahrheit ist, es liegt nicht in der Verantwortung der Autoindustrie, den Standort Deutschland zu retten. Die Aufgabe der Autobauer ist es, langfristig erfolgreiche Unternehmen zu führen. Und wenn das in Deutschland nicht mehr möglich ist, dann wird die Industrie dorthin abwandern, wo die Rahmenbedingungen stimmen. Asien, USA, irgendwohin, nur nicht hier. Die deutsche Politik will einfach nicht handeln oder sie kann es eben nicht. Wenn sie es nicht kann, sollten die verantwortlichen Parteiführer Neues probieren und auch einmal mit Andersdenkenden reden. Wir benötigen ein Gleichgewicht der politischen Seiten und keinen Kampf zwischen links und rechts. Tut endlich etwas, sonst können wir uns bald von unserer Vorzeigebranche verabschieden und das Leben in Deutschland wird wieder in eine Krise stürzen. Dann könnte sich tatsächlich etwas wiederholen. Denn 1930 stürzte Deutschland in eine nie dagewesene Krise, die uns den Weg in die Hölle bereitete. Und wenn das passiert, wird es nicht nur die Autobauer treffen, es wird uns alle teuer zu stehen kommen. Meinungsmonopol, die Meinung, die regiert. Denn nur wer uns vertraut, hat das große Ziel kapiert. Wer uns nicht glaubt, hat den Weg verfehlt und sich verirrt.